Du hast den Gerber Strongarm und willst das als richtiges Survival-Messer nutzen? Dann aufgepasst. Ich habe was für dich, und zwar unsere selbstgemachte Made in Austria. Direkt aus der Reini-Rossmann-Werkstatt. Feuerstahlhalterung genau für das Gerber Strongarm. Wenn du wissen willst, was das kann, was diese Kombination für dich kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen aus der Reini-Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ja, das ist billige Eigenwerbung, gebe ich zu, aber... Super. Gerber Strongarm, ich liebe dieses Messer. Ich liebe dieses Messer. Wir haben sogar unseren Survival Beaver vom Griff her so aufgebaut wie das Gerber Strongarm, weil ich der Meinung bin, dass das ein wirklich großartiges Überlebensmesser ist. Aber, und das haben sehr viele unserer Kunden auch gesagt, es ist irgendwie schwierig, Feuerstahl, wie kann man den da drauf montieren? Und es gibt ja das Bear Grylls Messer. Beim Bear Grylls Survival Messer ist ja hier ein Feuerstahl mit eingebaut, den kann man runterziehen. Aber für Strongarm gibt es das nicht. Seit heute, seit jetzt, denn wir haben in der Reini-Rossmann-Werkstatt mit unseren 3D-Druckern genau so ein Teil, ja, produziert. Feuerstahl passt hier perfekt hinein. Du siehst, ohne dass es sehr viel aufträgt, hast du trotz alledem den Feuerstahl hundertprozentig sicher hier drauf montiert. Du kriegst das Ganze natürlich bei uns im Shop, gebe ich da unten den Link mit dem Flexicord. Warum? Weil natürlich der Feuerstahl, wenn er dann abgearbeitet ist, vielleicht nicht mehr so gut hält, wenn der dünner wird. Und so haben wir das Problem auch gelöst, indem du Flexicord dazu gibst und die Sache ist wieder gebongt, wie du siehst. Also alles in bester Ordnung. Du könntest theoretisch den Feuerstahl auch von unten reingeben und mit dem Flexicord fixieren, wenn dir das aus irgendeinem Grund lieber ist. Wenn das vielleicht schlanker ist, ich weiß es nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben hier absichtlich eine kleine Neigung mit eingebaut, dass du es eben auch von oben dazu geben kannst. Dadurch, das muss man halt auch so sehen, wird das Ganze etwas breiter. Natürlich kriegst du das Ganze als Set, das heißt die Halterung, die sehr einfach montiert werden kann, alle dazugehörigen Schrauben und natürlich den Feuerstahl plus das Flexicord ist mit dabei. Für alle, die an Feuerstahl alleine als zu wenig für Survival-Ausrüstung sehen, haben wir das ganze Teil auch mit einer Lampe mit dabei. Also Feuerstahl und Lampe, ja. Also für all jene, die Licht auch mit dabei haben wollen. Da man beim Gerber Strongarm auch wirklich mit dem Klingenrücken richtig schöne, fette Funken machen kann, ist das natürlich eine großartige Kombi. Oft hat man ja Überlebensmesser oder Bushcraft-Messer und dann ist der Klingenrücken nicht scharf genug, um das, ja, um den Feuerstahl zu bedienen. Aber hier an der Stelle passt das wirklich hundertprozentig dazu. Sitzt bombenfest, da fällt das Messer vorher raus, ja, bevor du den Feuerstahl verlierst. Und somit hast du eine schöne Kombi, um ja wirklich ein Überlebensmesser mit allem drum und dran dabei zu haben. Wir haben das Ganze ja schon für ein anderes Feldmesser gemacht, nämlich für das Glock-Feldmesser. Da haben wir auch so etwas gebaut, seitlich. Und hier haben wir uns aber entschieden, das vorne drauf zu bauen, einfach weil es optisch meiner Meinung nach schöner ist. Aber das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Auch das gibt es natürlich bei uns im Shop. Egal, ich finde das absolut genial. Und wenn du jemanden kennst, der ein Strongarm hat, dann leite das weiter. Vielleicht macht er das Strongarm für sich selber dann noch einmal ein Stück besser. Gebt dir den Link in meinen Shop, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst. Da sage ich danke sowieso und überhaupt und bis bald. Ciao, ciao.